Moin Leute, wir stehen hier im Schloss von Hyrule vor Zelda und werden jetzt mit der eine Runde schnacken. Mal schauen, was sie so alles zu erzählen hat. Oh mein Gott! Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Mit Skill. Oh, was ist das? Das ist eine Fee, genau. Eine Fee? Dann kommst du aus dem Wald. Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Jo. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Das sind ja wohl wir. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Das sind wir ja auch. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Oh yeah. Wie lautet dein Name? Kjer. Ich fühle etwas. Kjer. Seltsam, er kommt mir so vertraut vor. Tja, können wir mal sehen. So sei es, Kjer. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Okay, oder doch? Na, okay. Dies ist die Legende. Deshalb auch wohl Legende, The Legend of Zelda. Die Legende von Zelda. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Aha, das Triforce. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Und das war mal doll. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Ja, das wäre ja natürlich nicht so gut. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Aha, okay. Das ist also die Legende? Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Ah ja. Jetzt wurde der ganze Titel verhüllt. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraut habe, verstanden? Jo. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Oh ja. Dann werfen wir einen kurzen Blick durch dieses Fenster. Und dort geht auch schon der Endboss. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Dies ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllen, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Oh, da grinst er uns auch schon an. Was passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst.
Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Tja, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Jo, machen wir. Ja, ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Und das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Ah ja. Aber den können wir natürlich nicht lesen. Den haben wir jetzt anscheinend mit den Typen ausgetauscht. Oder nicht? Doch, haben wir. Okay. So, dann können wir uns jetzt von hier verpieseln. Das war also die Legende. Hat er jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber egal. Jetzt wurde die ganze Story erzählt. Und wer ist das jetzt nochmal? Ich bin Impa, Überlebende der Shika. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Aha, Impa, okay. Muss ich mir merken. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. Ich bin der Meinung, dass sie jetzt immer noch ein kleines Kind ist, so wie wir. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Ah ja. Präge dir Zeldas Wiegenlied ein. Aber das Schöne ist, dass diese Lieder ja natürlich abgespeichert werden im Menü. Das bedeutet, wenn wir es mal wirklich vergessen sollten, können wir es da einfach ganz kurz nachschauen. Und dann haben wir es wieder drauf. Aber das Lied ist ja wohl sehr einfach. Und jetzt lernen wir halt Zeldas Wiegenlied. Was es noch genau bringt, wird später noch gezeigt. Und jetzt guckt er erstmal wieder ganz erstaunt seine Ocarina an, dass er dieses Lied gelernt hat. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wow. Wenn ich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Okidoki. Flop. Und da sind wir schon außerhalb des Schlosses. Und wir starren zum so einem riesigen Berg hin. Oder Vulkan. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Oha. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg. Oha, das klingt gruselig. Das Reich der Goronen. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Gut. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht, du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Wow! Geh nun die Prinzessin und
Geh nun, die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Ja, also, wie ihr schon seht, es liegt alles an uns. Oh, und da hat er sich mit einer Dekonus, sieht man nicht. Da hat sie sich mit einer Dekonus einfach weggeportet. Wie auch immer, wir können wieder steuern, endlich. Das hat aber auch jetzt mal lange gedauert. Wir können jetzt auch nur wirklich nur noch zu Kakaruto gehen und dort können wir dann auch schon gleich den Part beenden. Ja, dann machen wir im nächsten Part dann alles Mögliche, gehen dann auf den Friedhof und alles Mögliche. Da wird es dann schon ein bisschen spannender und nicht so dieses ganze Gelaber hier. Ist eigentlich was im Baum drin? Bam! Ja, Rubin. Und zwar 2. Wow, damit können wir uns ganz viel kaufen. Okay, dann gehen wir jetzt nach Kakariko. Und dort müssen wir jetzt, wie gesagt, mit vielen Leuten sprechen. Weil dann kriegen wir ja noch irgendwelche Nebenmissionen. Schätze ich mal. So, da kommen wir auch schon angestratzt. Aber mit solchen Stadtwachen brauchen wir jetzt natürlich jetzt nicht zu sprechen. Also ja, mit jedem Typen, aber bietet sich schon an, mit vielen hier zu sprechen. Was sagt der zum Beispiel? Ja. Ich bin der Chef der Zimmerleute. Impa hat uns angestellt, diesen Ort in eine eindrucksvolle Stadt zu verwandeln. Aber die jungen Kerle von heute haben keinen Ehrgeiz mehr. Weißt du, was ich meine, Junge? Meine Arbeiter rennen nur planlos im Dorf herum und machen bei ihrer Arbeit keinerlei Fortschritte. Sogar mein Sohn ist ein fauler Sack und hängt den ganzen Tag nur in der Gegend rum. Das warst gerade du, der da vor dem Baum die ganze Zeit diese komischen Mimik macht, ja, mit deinem Mund. Ich sage dir, die jungen Leute sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Nur weil du alt bist, bist du zu gebrauchen, oder was? Naja. Naja, egal. Das war jetzt wohl nicht so wirklich informativ. Auf jeden Fall gibt es hier ein kleines Rätsel. In diesem kleinen Haus. Denn hier ist das Skulltullas Haus. Und wenn wir jetzt hier nach vorne gehen, kommen hier so halb Mensch, halb Skulltullas runter. Wir sehen so aus, wenn wir auf uns den Fluch der Skulltullas lastet. Werden jedoch alle Skulltullas dieser Welt zerstört, verliert der Fluch seine Wirkung. Tötest du eine Skulltulla, erscheint ein Symbol, sammle es ein. Ah ja, genau. Davon haben wir jetzt schon 3, oder? Die Zahl neben dem Spinnensymbol auf dem Statusbildschirm gibt an, wie viele Skulltullas du bist. Zu diesem Zeitpunkt stotterst. So erscheint das Spinnensymbol. Bla 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 bla. Ja, ja. Okay. Wir können die auch angreifen. Aber wie viele sind hier eigentlich? Das waren jetzt 9, 2, 3, 4, 5 und 6. Wow. Wie viele Skulltullas man jetzt braucht, ups. Um jetzt so einen von dem Fluch zu befreien, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So, erstmal darum die Items ordnen. Auf jeden Fall haben wir 3 und das reicht erstmal. Speichern, ja. Was, wenn wir jetzt Start drücken, kommen wir... Oh, nee. Okay. Gehen wir wieder zum Anfang zurück. So. Okay. Aber an dieser Stelle beende ich auch erstmal wieder diesen Part. Hat ja wirklich sehr viel Zeit geschluckt, das ganze Gelaber da. Wir sehen uns dann genau an dieser Stelle hier und dann sehen wir uns mal ein bisschen in Kakariko. Bis dann!